Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu PixArk, und zwar auf unserem eigenen PvE-Server. Und wir suchen noch Mitspieler, und hier an dieser Stelle bist du gefragt. Und du, und du, und du. Wenn ihr Lust habt, da mitzumachen, dann seid ihr herzlich eingeladen, denn wir haben 10 Slots zur Verfügung. Momentan spielen wir nur zu zweit, also Sandy und ich. Und das Spiel ist richtig cool. Ist eine Mischung aus Minecraft und Ark. Ich habe dazu ein kleines Infovideo gemacht, das werde ich in der Infobox verlinken. Und was muss man jetzt auf dem Server beachten? Wie gesagt, PvE, wir wollen zusammen Spaß haben, wir wollen uns nicht gegenseitig töten oder ärgern oder sonst irgendwas. Einfach hier eine wunderschöne Welt aufbauen, zusammen Spaß haben, das Spiel genießen, Dinosaurier zähmen, Dinosaurier jagen, Höhlentouren machen, Ausflüge machen. Alles, was das Spiel hergibt, und das... Oh, Entschuldigung. Und das ist reichlich Material, was das Spiel hier hergibt. Ja, es hat eben viele Aspekte von Ark, aber auch viele von Minecraft. Und zum Beispiel haben wir hier dieses Block-for-Block-Building. Also wir können bauen per Block, ne, und somit unsere Gebäude so bauen, wie wir möchten. Ein großer Vorteil gegenüber Ark ist natürlich auch das Terraforming, denn man kann die Landschaft so anpassen, wie einem das gefällt, ist nicht auf die bestehende Landschaft angewiesen, sondern kann das selber individuell verändern. Das finde ich natürlich richtig nice. Es gibt ganz viel Zeug zum Craften, es gibt ganz verschiedenes Material und alles, und ja, so viel mal zum Spiel. Da werden wir später irgendwann nochmal oder in einem anderen Video genauer drauf eingehen. Was ist jetzt zu beachten für euch mit dem Server? Naja, der Server wird für euch kostenlos sein, ihr könnt da einfach mitspielen, ich stelle den quasi zur Verfügung. Ich habe meinen 7 Days to Die Server hier umgeschrieben. Und ja, da könnt ihr mitmachen, wenn ihr Bock habt. Und da haben wir schon Drake. Yeah, hallo. Sag hi zu YouTube, Drake. Das erste Mal, das kann man nämlich erst mit Level 30. Kann man das nämlich craften. Craften, ja. Und Drake gecraftet. Ja. Cool. Komm, komm, Baby. Hier, ich habe noch ein bisschen was zu futtern für dich. Kriegst du mal was, aber wir haben ja auch einen Futterdruck. Ja, für euch wird es kostenlos sein, ihr braucht eben nur das Spiel, das gibt es auf Steam für 18 Euro, falls ihr es noch nicht besitzt. Momentan im Early Access ist es ja, und momentan ist eben auch ein Angebot. Es wird später wieder ein bisschen teurer, 22 Euro, und ich weiß nicht, was passiert, wenn es aus dem Early Access rausgeht. Aber ja, das kann man haben und das müsst ihr haben, wenn ihr da mitspielen wollt. Mehr gibt es nicht, ihr müsst auch nicht abonnieren oder sonstigen Mist. Wäre, würde ich mich natürlich trotzdem drüber freuen, wenn das tut, aber ist keine Pflicht für euch. So, dann könnt ihr ja in die Comments schreiben, wenn ihr mitspielen möchtet. Dann werde ich euch die IP schicken. Und dann können wir hier zusammen Spaß haben und etliche Dinge machen, die das Spiel eben hergibt. So, mehr gibt es eigentlich auch jetzt an dieser Stelle nicht zu sagen. Ich hoffe, es euch interessiert euch. Und ihr wärt dabei, das würde mich sehr freuen, dass hier ein bisschen Leben ist. Und ja, dann genießen wir hier diese wunderbare Pixelwelt mit vielen Elementen, können ganz viel bauen, machen tolle Touren. Ah, ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr seid zahlreich dabei. Ach so, was ich noch sagen wollte, bei Bedarf, falls wirklich viele Leute da mitmachen wollen, dann wäre ich auch bereit, noch ein paar Slots mehr zu holen. Wie gesagt, momentan hat das Ding 10 Slots. Da könnte man dann noch ein bisschen was dran drehen und machen. Wenn es Spaß macht und ihr dabei seid, dann habe ich da auch gar nichts dagegen. Dann freue ich mich nämlich einfach darüber. Und ja, dann würden wir das eben so machen, ne? Ihr seht hier schon, die gängigen Ark-Mechaniken sind auch drin. Das wollte ich jetzt auch noch mal kurz zeigen. Auch das Wasser haben wir verlegen müssen wie in Ark. Und ja, hier haben wir unseren Preserving Bin quasi, der unser Essen ein bisschen haltbarer macht. Das ist natürlich auch ganz nice. Wir können aber auch hier im Schneegebiet Schnee farmen und in die Fruchtpresse das reinschmeißen. Das macht die Früchte länger haltbar und so ein Kram. Es gibt eben hier noch viel mehr als ein Ark. Es ist, also ich rede ohne Mods von Ark, ne? Und wie gesagt, wir freuen uns einfach, wenn ihr dabei seid. Könnt's ja in die Comments schreiben. Und ja, dann bleibt eigentlich nichts weiter mehr zu sagen, außer ich hoffe, wir sehen uns hier auf dem Server, und ich wünsche euch und euren Familien ganz tolle Osterfeiertage. Gehabt euch wohl, lasst es euch gut gehen. Bis dahin, euer Spooky4F.
Bye bye! Yay! I need